In Thüringen sind am Sonntag knapp 1,7 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Ihm ist dann besondere Aufmerksamkeit gewiss, AfD-Landeschef Björn Höcke. Seine Partei liegt in Umfragen mit rund 30% klar vorn. Die Thüringer AfD, die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, träumt von einer Machtübernahme. Höcke will in diesem Fall die Befugnisse des Verfassungsschutzes beschneiden und die Medienlandschaft umkrempeln. CDU-Chef Mario Vogt hält sich für den einzigen, der dies verhindern kann. Seine Partei liegt in Umfragen jedoch klar hinter der AfD, bei um die 22%. Eine Regierungsbildung dürfte schwierig werden, zumal Vogt eine Zusammenarbeit mit AfD, Linkspartei und Grünen ausschließt. Eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht kann sich Vogt allerdings vorstellen. Das BSW lag zuletzt bei bis zu 20%. Der CDU-Landeschef sieht inhaltliche Schnittmengen, insbesondere bei den Themen Migration und Bildung. Als weiterer Partner könnte die SPD mit ins Boot kommen. Sie muss jedoch wie die anderen Ampelparteien im Bund, FDP und Grüne, um den Einzug in den Erfurter Landtag bangen. Abgewählt werden dürfte die erste von der Linken geführte Koalition in Deutschland. Seit 10 Jahren regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow mit einer rot-rot-grünen Koalition. Seiner Linkspartei droht eine Halbierung ihres Wahlergebnisses von 2019. Nur der Amtsbonus von Ramelow hält die Partei derzeit noch bei Werten von 13 bis 14%.